Jawohl, ja. Ich kann eigentlich mal zeigen, dass ich es doch mit John drauf habe. Leute, willkommen zurück zu Bayonetta 3. Ihre zweite Mission beginnt heute als, ja, Zwischenkapitel, Nebenkapitel, entschuldige. Was? Der Lux schlägt zu. Oh. Mal gucken, ob wir doch was Neues machen können mit ihr. Vielleicht noch eine neue Fähigkeit, obwohl John ja immer von ihrer Magie abgeschnitten ist, ne? Und ich guck mal, ich habe gesehen, ist das hier das Buch, was ich gekauft habe? Was, halt nicht offenbar, nicht geöffnet werden kann oder so, was jetzt komisch verschlossen ist? Ich check gar nichts mehr, Leute. Stürzen wir uns gleich rein. Mit John. Aber die war jetzt im Labor. Ist die jetzt einfach in einem anderen Labor? Gibt's davon mehrere? Aber ohne Magie. Ey, ich muss erstmal wieder klarkommen. Ne? Was konnte die machen? Die konnte an sich ja nur schießen, Items sammeln und Überraschungsangriffe machen. Warte mal, die sind ein cooles Intro immer. Wir müssen Sigurd finden. Na komm, gucken wir uns nochmal an, oder? Ich weiß nicht, den kann ich bestimmt überspringen, haben wir ja schon mal gesehen. Aber vielleicht ist es ja ein bisschen anders. Man weiß es nicht. Badam, Stealth-Kill. Yeah. Und auch kein Grund, um mal ein bisschen mich nochmal genau auffrischen, was man halt machen kann. Also man kann rennen, cool. Genau, yeah. Suit und in Lüftungsschächte rein, genau, als ihre Panther-Version. Ah ne, Lux. Na doch, so eine, ne? Lux-Style. Nee, nicht Lux. Man, wie heißen die? Man, die wissen diese komischen Wildkatzen. Ach, ihr wisst, was ich meine. So. Aber findet sie nur noch wirklich Sigurd? Der muss doch mal beantworten. Droppen. Genau, ihr 1000-Füßler unter Wasser-Aktion. Haben wir jetzt auch nicht so oft in Aktion gesehen. Da war nur eigentlich ganz kurz mal. Genau. So, es war auch noch so, dass wenn ich hinterrücks schieße, dann mache ich die auch sofort down und kann so Hexenzeit aktivieren. So müsste die Wesen sein. Aber sie ist schon sehr auf sich allein gestellt. Oh Mann. Sean's Spy Action. Let's go. Ah, okay, ich bin noch im selben Büro. Verstehe. Hä, hieß es nicht, ich kann ihn einfach instant killen? It's not that simple. What? Maybe it is. Back home, research into parallel worlds was pretty advanced. And before long, we proved they existed. We figured out how to contact them, then got in touch with a top secret organization here. And with Dr. Sigurd, the head of the organization, we found out about Chaos Gears. And with his help, we can use the Chaos Gears to break into the Alphaverse. That's why you made the trip here. What exactly do you need him to do? And why do you put so much faith in him? Well, he and Singularity are... Toll, da ist das Gespräch erstmal abgekattet. Ich will doch wissen, was da los ist. Was passiert? Hat der Typ das selber kaputt gemacht gerade? Okay, geil. Perfekt. So, ich weiß, ich habe ja nicht unendlich Zeit, ne? Diesen Fehler mag ich nicht nochmal. So. Der kann ja doch ein bisschen schlagen. Okay, gut, gut, gut. Gut zu wissen. Und ein leckerer Hamburger. 10 Schuss. Alter, voll der geile, krasse Bogen. Wie ist denn, was das hier eigentlich macht? Okay, dippt einfach bloß Geld. So, mal her. Ja, wir haben Kavuts. Lass mich schon an der Toilette irgendwie wieder ein bisschen auf Klo gehen, Leute. Wartet mal. Tschö. So. Back to business. Back to business. Kurz mal erleichtern. Wieder schön alle Stockwerke mir angucken. Und alle Typen killen. Alter. So, boom, boom, boom. Hexenzeit aktiviert und tschüss, Mann. Oh, Pommes. So, bam, boom, boom. Zack, zack. Zack, zack. Wow, ach Mann. Die Geräusche, die macht. Hexenwerk vollbracht. Sammeln alle hinter verschlossenen Türen in versteckten Heiligenscheine. Oh, das waren schon alle? Geh erstmal kurz duschen wieder. Um mich zu heilen. Oh nein, jetzt kommt da wieder irgendeiner an, oder was? Mann, ey. Jetzt kommt schon wieder einer, Mann. Was ist denn da los? Oh, geil. Oh, Knall. Tot. Ich heiße einfach Pervert, ne? Oh shit, ich dachte, der gerade dreht sich um, wow. Oh Mann, ich wollte ausweichen. So, das war ja auch eine Bombe, das Ding hier, ne? Muss ich ganz kurz aufpassen. Ich glaube, das Ding war eine Bombe. Lass mal kurz schießen. Nein, da hoch. So. War das nicht nur eine Bombe, die explodiert? Nee, anscheinend doch nicht, hä? Könnt ihr das Ding schieben? Okay, dann haben wir hier wieder diesen komischen...
Diese komische, ist dasselbe Layout von dem Labor? Nee, darf ja nicht sein, ne? So, da ist nochmal. Schnell verstecken. Und ein bisschen heilen. So, warte, jetzt kommt er hier. Und tschüss, Mann, komm mal rein. Ach, Bastard. Bastard, Alter, richtig Bastard. So, wie komme ich denn da unten hin? Also hier schon mal so nicht. So, wie nochmal ein extra Fahrstuhl? Okay, warte mal, dann von der anderen Seite. Ja. Och, Mann, dass man hier echt so doof auf den Fahrstuhl manchmal warten muss. Warum fährt der überhaupt so doof hier durch die. So. So, da war das hier der Start. Ja, hier war ja der Start. Wie komme ich denn. Kann ich irgendwie. Nee, hä, wie soll ich denn da jetzt unten hinkommen? Okay, ist egal. Ich geh erstmal überall rein. Hoppala. Nein, schnell rein da. Rein da, Mensch, John. Wie schnell sie hier rumrennen kann. So, hier war ich ja auch schon. Oh, da kommt einfach ein neuer raus. Mann, jetzt weiß ich nicht, die kommen ja alle neu raus. Nein, tschüss. Fahr wieder runter. Wow. Man, ich würde meinen falschen Knopf zum Ausweichen drücken. Ich weiß ja nicht, warum. So, okay, jetzt meinen Schalter drücken. So, warte, ich erst in eine Tür, ne? Da, die andere geht schon auch noch irgendwie anders auf. Boah. Da kommt schon, boom. Stopp doch mal vorher. Aua! Okay, jetzt hab ich irgendwie jetzt die Dockzeit aktiviert, so. Ups. War das Ding nicht, was da explodiert? Okay, aber ich krieg jetzt die Löcher da nicht weg. Okay, dann gehe ich mal da oben lang. So. Na. Oh, schnell runter. So, hier könnte ich mich wieder heilen, wenn ich Bock hätte. Und jetzt hier erstmal lang. Bestimmt liegt die Tür irgendwann auf und. Oh, bestimmt die Tür irgendwann ohne auf und ich muss dann. Wow. So ein bisschen, Alter! Oh, das ist ja krass. Jawohl! Soll ich das da rufen? Ja, okay, der macht einfach alles kaputt. Oh, warte mal, ich sehe. So, verstehe, der hat hier so ein bisschen. Oha. Ich kann als diese Form nicht angreifen, ne? Nee. So, komm ich nicht irgendwie woanders noch raus? Nö. Die Zeit ist auch noch okay. Naja, das ist okay, aber noch geht die Zeit. So, ich hab schon wieder aus Versehen was falsch aktiviert hier. So. Aber sie kann keinen Doppelsprung machen. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Ich bin nicht noch so gewohnt. Wow, der Typ schon wieder. Extra Zeit. Also, wie soll der zuerst angreifen? Ist ich doch nicht. Aber hier eigentlich. Okay, den konnte ich kaputt machen, ne? Ja. So. Jetzt komme ich da weiter rüber. Hups. Okay. Oh, da kommt so eine scheiß Schattenwolke. Okay, nochmal schön drücken. Ich muss da hoch, Mann. Na toll. Ja, voll fies. Der hat das kaputt gemacht. So. Ja, aber wie soll ich denn, wenn er das kaputt macht? Voll gemein. Und warum werde ich überhaupt von so einem Schattending verfolgt? So, okay, aua. So, drück mal. Ja, deswegen ist das der Fies hier, ne? So. Aua. Oh. Ja, dann kommt jetzt aber diese Schattensuppe hier an, alles klar. So, hoch da. Kurz noch trotzdem aufmachen. So, hups. Okay. Also, ich muss die Dinger hier benutzen, oder nicht? Oder soll ich erstmal warten, bis der irgendwie da so durch ein Loch angreift? Muss ich warten? Okay, jetzt macht er das einfach immer so, okay. Jetzt sieht er das, meine ich doch, der macht das halt kaputt. Ja, und jetzt? Toll. Achso, okay, gut, der macht auch die anderen Sachen kaputt. Alter, wie schnell ich das bleiben muss. Wow, Alter, John, ist mit dir aus. Tram to Tram, yeah. Uff. Und ein ganzes Menü ist komplett. Leider keinen Schaden, wenn du dich durchs Wasser bewegst. Toll. Puh. Okay, das hat schon mal geklappt. Oh, kann ich mir da eine Waffe ordern? Ich kann mir echt eine Waffe ordern, ist ja cool. Wow! Ist mal alles schon aufgeballert. Richtig cool. So auf die Hand, Mann, auf die Hand. Natürlich weiß ich aber nicht, was jetzt hier die effektivere Methode ist.
So, ich brauche nur eine Waffe hinterher. Das dauert jetzt allzu lange. Order mal bitte eine Weapon. Geht weiter, du bist bloß Heilung, oder? Toll. Okay, weiter anballern. Wow. Ja, okay, schießen bringt überhaupt gar nichts, ey. Oh Mann, ich kann doch nicht. Kann irgendwie nicht über den rüberspringen. So, ich mal das Ding nochmal her. Das war geil, die Shotgun oder auch immer das ist. Das war. Hat ich jetzt nicht getroffen? Doch, 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 jetzt gleich down. Wow. Na komm schon. John muss da bloß noch einmal boxen. Oh, warte, jetzt! Okay, einfach. Jetzt komisch. Einfach eine Rakete auf ihn geworfen. Oh, das war diesmal aber sehr, sehr kurz. Das war sehr, sehr, sehr kurz. Ich habe irgendwie alle Items bekommen, alle Bonus-Items, ne? Aber okay. Ja. Cool. Das war das erste Level länger. Gut, das musste ich, glaube ich, auch. Da habe ich gar noch länger mich umgeguckt und war noch nicht so in Eile. Aber trotzdem hat auch wieder Spaß gemacht. Yay! Aber wann findet sie denn mal Sigurd? Alter, das ist einfach Gold, Leute. Das ist einfach golden. So, Boni anzeigen. Leute, ihr könnt sehen, einfach bester Spieler, ist doch klar. So, dann sind wir jetzt schon echt bereit für das nächste richtig große Hauptkapitel. Da können wir, glaube ich, nochmal rinschnuppern. Vor allem, wenn ich damit davon ausgehe, dass ihr eh nochmal ein bisschen Bayonetta wieder zeigt in dieser Welt hier, wo es rumläuft. Das T-Shirt Blutkatze Weiß steht ab sofort im Laden, kaufbereit. Blutkatze Weiß und neues Produkt. T-Shirt in Grün steht auch zum Verkauf bereit. Ey, das ist ja total klasse. So, an die Kapitel 7 natürlich, aber hier dieser ganze Abschnitt, meine ich jetzt, ne, der dritte Abschnitt. Das hier ist quasi so ein großer Abschnitt 1, Abschnitt 2, Abschnitt 3 mit Kapitel 7. Brennend heißer Sand. Oh, wo ist denn jetzt hin? Brennend heißer Sand? Jetzt vielleicht doch endlich mal in eine alternative Deutschland-Universität? Ein Universum? Das wäre doch schön. Oh, ich muss wieder mit ihr spielen. Okay, gut, also wieder gleich das. Wow, das kommt dann hier üben. Alter, was ist denn das? Okay, krank. Boah. Oh, just great. Glad Bayonetta wasn't here to see that. You've only got 9 lives, Kitty. That wolf dude's here too? Better find Luca quick. Mr. Wolf-Typ. Ey Mann, ey, so ein Katana hätte ich auch gerne. Und genau, wieder ein Fuhl, geheime Hügel. So, ihr wisst Leute, wir gucken uns hier mal wieder schön um. Und üben ein bisschen mit. Alter, mit Viola hier rumzuzocken. So, Hups. Na, ist hier irgendwas geheimet, hä? Ein Spalt in eine versteckte Welt, oha. Nicht durchglitschen. Bitte bloß nicht durchglitschen. So, ich glaube, am ehesten finden wir ja noch was Verstecktes, wenn wir hier die Abgründe runtergucken. Wo sie ja beinahe runtergefallen wäre, könnte was sich was verstecken, aber nö. Oben auch nicht. Komplett eingeschlossen. Gut. Ist das hier ein Höhleneingang? Nee. Wo ist ein riesiger Schatten? Bams. So. So. Sind jetzt bloß noch. Sind das noch 3 Welten quasi, ne? Dass man jetzt so sich erahnen kann? Es kommen noch so 3 Gebiete anscheinend. Sieht jedenfalls so aus, obwohl. Da ist noch eins und da hinten sind noch Tausende. Wir wissen nicht, wie groß das Spiel sein wird. Wir brauchen eh bloß 5 Chaosgetriebe.
Also sollten wir nicht in so viele Welten rein müssen. Okay, jetzt spaltet sich der Weg wieder. Ich gucke mir das an. Das. So, hier ist nichts. So, rennen wir wieder ein bisschen. Der Viola, ich in Topspeed. So, da will ich mal kurz hoch. Jups. Jups. Wow. Ah, komm mal her. Schau, wieder so ein altes Notizbuch entdeckt. So, hätten wir da oben noch was. Mhm, da ist eine schwebende Kiste. Und... Okay, ich muss doch sowieso dahin. So, kann sie einem Ast da lang schwingen? Nee, ne? Das wird nur Doku sein. Deku, nicht Doku. Was labere ich da schon wieder? So, sind das hier für komische Dinger? Muss ich die kaputt machen? Sind das Checkpoints? Oh, die sind denn ein bisschen zu viel verteilt, würde ich mal behaupten. Können ja keine Checkpoints sein. So, hier haben wir eine Fahrstuhlspur. Darunter geht es. Wo geht's denn hier hin? Zum großen kleinen Battle oder was? Zum Tower Battle? Hallo? Komm mal, mach auf hier. Geht nix. Hups. Jups. Hoppala. Ha. Gar nix? Dahinter? Wo bist du denn nichts? Ist das der Ort, wo wir schon mal mit... Ah, hier ist aber eine Mauer, oder? Ja, guck, das sieht doch richtig aus, ob der kaputt machbar ist. Es ist wirklich... Es war wirklich kaputt machbar. Alter, ganze Key. So. Ja, da war da mal der Riss da richtig hier eindeutig. Könnte aber beinahe schon Uffi geben. Hier sieht aber noch mehr. Okay, dann kann man anscheinend über mehrere Eingänge hier diesen Schlüssel finden. Oh, richtig viel. Nicht, dass das ganze Ding einstürzt. So, lass mal alle kaputt machen hier. Ich hab irgendwie Bock. Stürzt es ein? Nein, natürlich nicht. Hier stürzt nichts ein. So, dann haben wir mal den Schlüssel vor der Tür gefunden. Ich werd wahnsinnig. Hups. Jups. Wir haben auch noch was Schönes. Guckt euch das an. Okay, erstmal da, bestimmt zum Fighten und dann muss ich eh meinen Pfad bis da hinten voll verständigen. Okay. So, aber wo führt der Fahrstuhl hin? Das ist erstmal trotzdem wichtig. Tschung! Wow, wie sie einfach. Na, okay, einmalig doppel R in der Luft und dann speedet sie so richtig krass dahin. Tram! Upsala. So. Ab nach oben. Hm? Ja, okay, das ist jetzt natürlich. Hey! Wo wollen wir denn hin? Komm her! So, okay, ich steh drauf. Ey, wieso rutscht sie denn da runter? Viola? Nicht da runter rutschen? Toll. Okay, deshalb, was ist das für eine dumme Physik? Menno. Hups. Wow. Ich kann mich durchsagen. Dumme Physik. Okay, ganz ruhig. Hups. Viola kann ja auch schießen an sich. Dann mag ich vielleicht einfach richtig so eiskalt. Das hat ja den Schlüssel. Oh, jetzt kann ich ja nicht mehr richtig schießen. Die greift jetzt mit dem Schlüssel an. Hups, aber vielleicht kann der die auch gleich kaputt machen, die Truhe. Tatsächlich? Der macht die sofort auf. Ja, ja. Okay, yeah. Ein Herzcontainer, complete. Komm, den geben wir ihr, oder? Den können wir ja immer wirklich wieder geben. So. Oh, warte mal, hier sollte jetzt auch wieder eine Krähe und alles geben? Aber auch bestimmt erst in der Welt, richtig, oder? So, wartet hier. So. Fähigkeiten. Bayonetta, nee, nicht Bayonetta, Viola. So, Bayonetta hat schon 8 Herzen, Viola erstmal 5, deswegen kommen wir ja hier. Und auch ihre zweite Zeile fängt schon mal an. Das freut mich. So, mehr habe ich nicht übrig. Oh Mann, ich habe immer keinen Bock, wenn jetzt hier in dem Gebiet schon eine Krähe sein könnte. Ey, aber das ist so groß. Die übersägt doch hundertprozentig. Aber ja, zuerst Krähe, dann der Frosch. Gut. Finde ich den Frosch für sich Bescheid? Ich habe die Krähe verpasst. So, da haben wir Schönes gefunden. Wo geht's jetzt noch hier lang? Die habe ich schon geguckt. Dann immer weiter. So, erste Battle. Okay, ich bin bereit. Jawohl, Vers 1, Mann. So, bevor der hier sich erholt jetzt. So, das ist einfach das Beste, ey. Das ist einfach das Beste. So, wow. Viola, du musst schon richtig anvisieren. Oh, dann. Mann, ey, mit diesem Ablog ist richtig doof, ey, mit ihr. Oh, so schnappt ihr den und ich baller den da ab. Cool, bring it in. So, du schießt mich nicht ab. Och, Mann, ey, mit dem Timing mit ihr rauskriegen ist richtig fies, ey. Vor allem, wenn man immer noch Bayonetta die ganze Zeit gewohnt ist. Einfach mit dem Schlüssel angreifen. Aua! Are you kidding me?
Oh, teilt der sich nicht auf? War das nicht so, dass der sich eigentlich aufteilt? Okay, down. Einfach nur down. Oh yeah. Yeah. So. Okay, Leute, ich würde sagen, das ist aber auch wieder gut, um den, oh Mann, Silber, weil ich so viel Schaden immer einstecke. Das ist aber gut, um den Part zu beenden. Okay. Oh, muss ich ganz schnell... Nee, wo muss ich denn jetzt hin? Richtig weit nach hinten? So, muss ich erstmal kurz die Orientierung wieder kriegen. Woher komme ich denn? Ich komme von da, ne? Ja. Vielleicht sollte ich immer mal die Dinger kaputt machen, um das nicht zu vergessen. So, ich komme von da. Die sehen hier alle so bröckelig aus. Wow. Hier kann der bestimmt auch rein. So, ja, tatsächlich. Und dann haben wir hier... Viola, beruhig doch mal. Dann kann ich doch hier bestimmt auch ganz oben klettern? Auf jeden Fall sind da irgendwie... Nicht. Oh, kann ich hier echt hoch? Warte mal, Leute. Das ist jetzt noch... Das ist jetzt interessant. Ach, herrje. Und dann ist bestimmt oben nochmal irgendwie eine bröckelige Wand. Ja, sind hier auch ganz viele. Wo ich dann mal richtig schön etagenweise rauskommen kann. Ach, herrje, Mini. So. Bam, boom, bam. Und zack. Aber ganz vorsichtig. Ich bin jetzt noch nicht ganz oben, ich weiß. Ich wollte schon mal gucken. Warum ist jetzt die Kameraperspektive so... So doof, sag ich mal. Hier kann ich gar nicht richtig gucken. Achso, weil eh nicht höher geht. Okay. Warum greifst du denn nach da an? So. Hey, was? Alter, wie... Sie greift so komisch an. Macht immer einen Ausfallschritt und fällt dann runter. Nee, okay. Was zum... Wo bist du denn? Oh, Gottes Willen. Ja, okay, gut, Leute, dann lassen wir... Warte mal, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Hier ist doch viel wichtiger. Denn da haben wir eine schöne Truhe. Was? Boah, Alter. Das sieht richtig... Ich denke bestimmt, ihr spielt richtig kacke, aber die bleibt hier überall hängen. Hups. So. Hups. Hups. So, hups. Hups. So, ist ganz einfach. Komm her, du schöne Truhe, und ich hau dich mit dem Schlüssel kaputt. Mit dem Schlüssel! Toll. Warum willst du denn hin? Okay, die fliegt ja hier richtig lange rüber. So, kaputt gemacht. Er reicht echt ein Schlag, ne? So, das gab jetzt. Okay, nur wieder Lollis. Soll ich jetzt hier echt in jedem Turm nochmal reingucken? Ich meine, da könnte überall was sein, ne? Oben denn nicht, aber vielleicht unten. Ups. Nicht. Toll, es ist hier gar nichts. Leute, ich werde mich hier in Trauer verbuddeln und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder bei Viola mit ihrem großen Schlüssel. Hoffentlich finden wir noch das Schlüsselloch dazu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.